mir die Daumen. Fährt ihr mit dem 80er eine 13,36 gegen eine 12,36 im RS6. Ist immer am Start, fährt den ganzen Tag und danach entspannt nach Hause. Eine 12,19 im Corsa B gegen eine 13,15 in Alfa Giulia. So, Dankeschön. Boah, ich glaube, das Ding ist höllenschnell. Boah, das sieht ein guter Lauf. Der BMW fährt eine 14,43 gegen eine 14,52. Den muss ich mir gleich mal angucken. So, da geht er los. Golf 2 gegen 106. Fährt ja eine 15,81 gegen eine 15. Ich glaube, genau dafür hat Mercedes die S-Klasse gebaut. Genau dafür, für nichts anderes. Und der Flügel gehört zum AMG-Paket dazu. Da wird der Cooper sich gleich erschrecken. Der Mercedes fährt entspannt los und der Cooper sucht nach einer Traktion. Mercedes fährt hier eine 13,85 gegen eine 13,61 im Cupra. Hat der Cupra leicht gewonnen? An der 1,8D? R32? Okay, das wird interessant. Ich wünsche euch viel Spaß, Jungs. Felgen auf dem Zweier sind Golf 3 VR6 Originalräder. Ja, läuft gut. Ja, ich glaube, der Motor müsste Serie sein. Fährt ja eine 15,36 gegen den R32 in der 15,39. Also der Motor ultra leicht. Das ist doch verrückt, oder? Gegen den RS3. Komm weg! Marek!
63 gegen eine 18-34. Heck schwenkt aus, steht da drauf. Ich glaube, quer fällt das Ding echt geil. Sascha fährt hier eine 12,57 gegen eine 15,70 im R33. Der BMW E38 gegen Golf 7 GTI. Golf 7 übereifrig. Der 7er ist ein Schaltwagen. Der fährt hier mit dem BMW eine 15,78 gegen eine 14,35 im Golf. Golf leider früh. Vielleicht haben sie auch beide Allrad. Steht da XI drauf? Ne? Ja. Das Kennzeichen abgemacht. Ja, ist XI. Jetzt weiß ich, ob die Kennzeichen ab sind. Da ist auf jeden Fall Upgrade-Lader drauf. Fährt ihr mit dem BMW eine 11,25 gegen eine 12,88 im Audi 62? Er hat den gleichen Motor da reingebaut. Er wird auf jeden Fall richtig wild. Oh, dann kann das losgehen. Gegen eine 12,76 im Mopar. So, Motorrad gegen Auto. Der Honda fährt ja eine 13,01 gegen eine 11,57. Einfach eine 10,25 mit dem Audi gegen eine 12, so, dann let's go. Das geht auf jeden Fall nach vorne. Fährt ihr mit dem Savoy eine 13,31 gegen eine 12,09 im BMW. So, dann geht er los. Auf Torwerk steht V8. Natürlich eine fahrende Schrankwand.
Der Touareg fährt eine 14,59 gegen eine 13,45 im Golf GTI.